Name ist Katharin Junghahn. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im Kreissaal. Ich würde Sie jetzt gerne einmal mitnehmen und Ihnen unsere Räumlichkeiten zeigen. Ah, hallo! Herzlich willkommen in unserem Kreissaal. Schön, dass Sie da sind. Ich zeige Ihnen heute unser Aufnahmezimmer. Das ist das Zimmer, das Sie eigentlich als erstes sehen werden, wenn Sie zu uns kommen. Hier schreiben wir eine Begrüßungs-CTG, um zu gucken, ob es Ihrem Baby gut geht. Wir fragen Sie natürlich, wie es Ihnen geht. Und wenn das CTG in Ordnung ist, alles bestens ist, dann rufen wir unsere Ärzte. Die würden nochmal einen Aufnahme-Ultraschall machen. Und wenn wir alle Befunde gesammelt haben, dann überlegen wir gemeinsam, wie soll es jetzt weitergehen. An welchem Punkt der Geburt stehen Sie und wie wollen wir jetzt gemeinsam die weitere Zeit gestalten? Hallo, ich bin Hebamme Saskia Lorenz. Das ist unser Storchenzimmer. Hier können Sie Ihre Wehen veratmen, können hier ganz in Ihrer Ruhe sein, zusammen mit Ihrem Partner und trotzdem in unserer Nähe. Wir kommen jetzt zu unserem Herzstück, unserer eigentlichen Kreissäle. Hier haben wir drei Kreissäle bei uns. Die sind farblich ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Wir haben zum einen den grünen Kreissaal und den blauen Kreissaal. Aber ich nehme Sie jetzt einmal mit in den roten Kreissaal. Da sind wir. Hallo, mein Name ist Petra Textor, ich bin Hebamme und möchte Ihnen jetzt den roten Kreissaal vorstellen. Direkt vom Fenster steht unser großes Kreisbett, was sich sehr variabel verstellen lässt. Und gemeinsam mit dem Petsyball und dem Gebärhocker haben Sie so verschiedene Möglichkeiten, eine gute Position für sich unter der Geburt zu finden und viele Sachen auszuprobieren. In der Zwischenzeit ist jetzt auch der blaue Kreissaal frei geworden, sodass wir unsere Tour hierhin fortführen können. Jetzt haben Sie schon zwei Kreissäle gesehen. Ich nehme Sie jetzt noch mit in unseren dritten Kreissaal. Das ist der grüne Kreissaal. Jetzt noch einmal in unser Badezimmer. Kommen Sie mit! Und hier ist auch schon meine Kollegin, Hebamme Margit Gründer. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Hier in unserem Badezimmer können Sie jederzeit ein Entspannungsbad nehmen. Anders als zu Hause wird die Wanne bis oben hin mit Wasser geflutet und Sie kriegen so ein bisschen Auftrieb und man hat die Möglichkeit, im Wasser zu schweben und gleitende, sanfte Bewegungen zu machen, die die Wehenarbeit erleichtert. Meistens fühlen die Frauen sich so wohl und auch wenn es vielleicht nicht der Plan war, bleiben sie zur Geburt im Wasser. Wir haben die Möglichkeit mit einem CTG auch sie unter der Geburt, sie und ihr Kind gut zu überwachen. Der Raum liegt ein bisschen separat und die Frauen lieben unser Badezimmer, weil man ein bisschen unbeobachtet für sich ist und gar nicht das Gefühl hat, dass man in einem Krankenhaus ist. Wir sind jetzt auf der Mutter-Kind-Station angekommen. Zuletzt möchte ich Ihnen noch einen Blick in unser Familienzimmer ermöglichen. Schauen Sie einmal hier rein. Hallo, ich bin Hebamme Konstanze. Hier sehen Sie eins unserer Familienzimmer. Hier können Sie bei uns die ersten Tage gemeinsam als Familie verbringen.
Für den Aufenthalt bei uns bieten wir Ihnen zum einen diese Beistellbettchen an, wenn das Kind mal nicht bei Ihnen im Bett liegt und mit Ihnen kuschelt. Oder auch unsere Bonding-Säckchen, mit denen das Baby ganz schnell schön warm eingepackt ist.